Ja, hallo, hier ist der René aus Sibirien. Ich rufe mal ganz kurz an wegen einer guten Story, die ich vor euch habe. Am 11.8. sind wir 6.30 Uhr aufgestanden. Um 10 Uhr ging es los Richtung Überbild-Uralberg. Etwas blau schien durch die dunklen Wolken von Ekaterinburg. Nach etwa 100 Kilometern bogen wir links ab Richtung Überbild. Die Sonne wurde mehr und die Wolken wurde weniger. Endlich kein Regen mehr. Die ganze Zeit seit St. Petersburg hat es immer wieder geregnet. Nach 200 Kilometern sind wir in Irbit angekommen. Eine Stadt sah irgendwie anders aus als die anderen, die wir bis jetzt gesehen haben. Einfach schöner anzusehen. Eine Runde durch Irbit, aber keine Spur von einem Motorradzweig. Nur ein kleines Schild, Motorradmuseum als Teil, ist aufgefallen. Und ein großes Uralposter. An diesem Halt verfallen Industriekomplex. Also umgekehrt und rein ins Museum. War ganz einfach. Eintritt und fertig. Aber wir wollten ja eigentlich ins Zweig, genau wie die anderen Teams, die vor uns jedoch gewesen waren. Mit unserem Übersetzungscomputer machten wir da plötzlich klar, dass wir eigentlich ein Zwerg wollen, aber irgendwie hatte sie uns falsch verstanden. 30 Rubel zusätzlich und drei Türen öffneten sich und wir kamen in einen Raum, wo das Herz von Blaushöher geschlagen hätte. Viele entwickelte Motoren, unter anderem ein Vierzylinder-Sternmotor auf der Basis des BMW-Boxermotors. Ungefähr 30 verschiedene Motoren haben wir dort besichtigen können, die nicht in der offiziellen Ausstellung sind. Ebenso viele Fahrzeuge standen noch dort rum. Unter anderem ein Quad, was ich schätze, ungefähr so 30, 40 Jahre alt. Und ein Supergeländemobil mit 6 großen Ballonreifen, Allrad und Ladefläche. Alles nicht größer als ein Lichtzeichenträger ins Werk. Also gingen wir los und suchten nach irgendwas Bekannten. Also verschwanden wir in die Küche. Ich entdeckte die Ural präsentiert auf den drei Steuerrohren. Hier musste doch irgendwo das Werk sein. Handy lief nicht locker. Hinter dem Ural-Denkmal ein Schriftzug an einem sehr verfallenen Gebäude. Fensterscheiben kaputt, Türen halb offen. Das konnte doch nicht die Fabrik sein. Wir gingen rein und tatsächlich ein Pförtner und ein Sicherheitsmann. Der konnte 2 Worte Deutsch und 3 Worte Englisch. Als wir ihm klar gemacht hatten, was wir wollten, setzte er alle Hebel in Bewegung, um irgendjemand ranzukriegen. Nach einer Stunde stand die Assistentin der Geschäftsleitung vor uns. Wir sprachen einen guten Englisch, was wir wollten. 3-4 Fragen für die Sicherheit, 2 Anrufe beim Direktor und wir waren drin. Ich glaubte es kaum, wir waren drin. Die Dummies aus der Lesens im Uralwerk. Auf dem Weg über den Hof werben sie uns die ganzen Gebäude. Früher wurden hier bis zu 100.000 Motorräder im Monat gebaut. Der ganze jetzt verfallene Industriekomplex war das Uralwerk. Eine Stadt in der mit eigenem Krankenhaus, Supermarkt und so weiter. Arbeit für 10.000 Leute. Heute werden gerade noch 100 Stück im Monat und derzeit sogar nur noch 50 Stück, hauptsächlich für den Export in die USA, wo wir mit 20 Beschäftigten gebaut. In den Werkhallen führte uns der Produktionsleiter persönlich, beantwortete uns alle Fragen und Nadja übersetzte nur noch. Wir durften alles fotografieren und mit jedem reden, alles kein Problem. Wir besichtigten die Motorfertigung mit Prüfstand, die Montagestrecke der Bikes, der Seitenwagen, alles. Die Endkontrolle, einfach alles. Wenn ich noch etwa vor einem Jahr im Fernsehen gesehen habe, dass die Ural-Bikes nur lustlos zusammengeschossene Bikes sind, kann ich nur lachen. Da hätten die Herren Journalisten mal genauer hinsehen sollen. Brembo-Bremsen, Domino-Armaturen, Denso-Zündung und Lichtmaschine und alles sehr gut verarbeitet. Ich war tief beeindruckt von diesen Leuten. Die haben meinen größten Respekt, wie sie mit ihren sehr begrenzten Mitteln, mit viel Fleiß und Engagement versuchen, eine Marke am Leben zu erhalten. Zum Schluss sagte uns der Produktionsleiter noch, dass er auch schon einmal im KDM-Werk gewesen sei. Wir konnten jedoch nicht verstehen, ob er zu Besuch oder ob er dort gearbeitet hat. Das war geil. Und weiter geht's in Richtung Thymien. Klingt englisch, ist aber mitten in Sibirien. Eine Stadt, wie ich so noch keine in Russland gesehen habe. Alles neu, riesengroß, fast wie in Amerika. Zum grünen Abschluss fanden wir noch einen super Zeltplatz. Überhaupt den ersten, den ich gesehen habe. Und wie im Märchen, die Jungs waren die totalen Offroad-Freaks. Umgebaute Lada Niva und Gas-Jeeps dienten als Sportgerät. Das Zelt am See aufgebaut, Lagerfeuer angezündet, Holz wurde fertig gehackt geliefert. Ließen wir unseren schönsten Tag bis jetzt ausklingen. Am nächsten Morgen mussten wir noch nicht einmal einen Rubel bezahlen. So, das war die Story, unser schönster Tag in Russland bis jetzt. Tschüss, Andy und René.